Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich hier zurück zu The Witcher Enhanced Edition. Wir sind endlich beim Endgegner angelangt und quatschen gerade mit dem und danach gibt's dann endlich volles Pfund aufs Maul. Ich habe auch ein Angebot. Kapituliert, zieht eure Mutanten zurück, beugt euer Haupt vor dem König, so rettet ihr vielen das Leben. Versuchen wir es nochmal. Vielleicht wird er ja doch noch vernünftig auf den letzten Meter. Ich habe auch ein Angebot. Kapituliert. Zieht eure Mutanten zurück. Beugt euer Haupt vor dem König. So rettet ihr. Ich habe aber das Gefühl, das will er nicht. Wie zuversichtlich ihr wirkt. Auf euch wartet eine schmerzliche Lektion. Wird sich zeigen. Schön jetzt Zwischensequenz. Am besten müssen wir nichts selber machen. Ah, wer hätte es gedacht. Du. Oh, sogar das Eis sieht ziemlich awesome aus, muss man jetzt mal sagen. Für die verflickte Engine. Sogar mit Brechungen und allem drin. So, Moment. Geralt, du hast das falsche Schwert. Zieh mal bitte das ordentliche. Zieh es. Na also, und dann den Gruppenstil. Und dann legen wir... Wo rennst du denn jetzt hin? So, auf geht's. Hoffen wir das Beste. Das sieht ja bis jetzt noch einfach aus. Aber auch nur wegen unserer Ultra-Gruppenstil-Scheiße. Zu der letzte. Warte, dann kriegst du den schnellen Stil. So. Okay. Zack. Das war der erste Streich. Oh. Oh, er ist auch da. Wolltest du doch mitmachen, oder? Oh, what the fuck hast du denn jetzt gerufen? Yum, yum, yum. Okay, da müssen wir dann wohl doch leider mal auf das Silberschwert wechseln, auch wenn das gegen ihn natürlich nicht das Sinnvollste ist. Ah, Moment, warte. Das Problem, was wir hier haben... Ah, guckt euch das an. Die kommen nämlich raus dann. Okay, warte. Na... Das Problem ist, wir dürfen nicht zu nah an den Rand kommen, sonst, wie ihr seht, komm. Jetzt, Geralt, mach was. Ah. Oh, erstmal auf ihn rauf. Oh, wir brennen, das ist natürlich scheiße. Vielleicht sollten wir doch jetzt mal den Gruppenstil versuchen. Los, Geralt, Gruppenstil. Jetzt aber. Oh, ich wollte schon sagen, passiert hier gar nichts mehr, ey. Klappt leider nicht allzu gut. Nee, wir müssen mit dem Einzelziel ran, das wird sonst nichts. Gott, ist das ein kleines Areal hier. Oh, oh, was ist jetzt los? Ich sehe einen Eisklumpen und wir sind in ihm gefangen. Gehen wir gerade auf den schnellen Stil. So. So, solange das nur einer von den Dödeln ist, ne, können wir auch... Oh Gott. Wieder den Gruppenstil. Das ist echt die Frage, was man gegen ihn nimmt, ne? Den, das Stahlschwert oder das Silber. Weil ich hätte ihn jetzt mal so als Ungeheuer eingestuft, ey. Oh, wieder zu nah an den Rand, dann kommt hier wieder der nächste Dödel. Na komm, vielleicht schaffen wir es trotzdem. Jo, das sieht gut aus, da ist was geschehen. Oh, was kommt denn jetzt an? Machst du ein bisschen Angst, ne? Der Tod folgt uns, ja? Ist unser Verbündeter hier. Oder bist du jetzt böse? Was genau passiert? Lass ihn erstmal liegen hier, die Sau. So. So sehen wir uns wieder, Wolf. Ich hab's doch vorhin schon gesehen. Habt ihr euer Schicksal erfüllt? Die Salamandra sterben. Sie gehören bald der Vergangenheit an. Die Salamandra sind bedeutungslos. Sie waren nur ein Teilchen des Chaos, das Werkzeug des Mannes, den ihr eben getötet habt. Eure Vergangenheit, euer Schicksal, die Gründe für eure Auferstehung. Alles bleibt im Dunkel. Worte, Worte, Worte. Lasst mich euch auf die Sprünge helfen.
Es gibt den Tod, aber auch den freien Willen. Ich blicke nicht zurück. Ich werde die Salamandra finden und mein Schicksal erfüllen. Ihr habt euch geirrt. Ich komme wegen der Seele von jemandem, dessen Weg den euren oft kreuzte. Aha. So wie es geschrieben steht. Ihr könnt gegen mich kämpfen, doch das Ende bleibt stets dasselbe. Tod. Die Frage ist, wessen Tod? Ich kann nicht getötet werden. Ihr könnt euer Ende hinauszögern, aber es wird kommen. Kümmern wir uns um den, der bereits tot ist. Klingt nach einem Plan. Wir sind euch eurer Taten, Hexer. Ich stand in eurer Nähe, als ihr in Kaer Morhen eintraft. Ein Omen des Unterganges. Ich sah mit an, wie ihr die Dörfler des Umlands gerichtet und nur Blut und Feuer hinterlassen habt. Ihr habt Raimund, den Tod, und Shani in Gefahr gebracht, weil ihr nur eure Ziele verfolgtet. Das Chaos folgt euch auf dem Fuß. Ihr habt Dutzende mit eurem Hexerschwert abgeschlachtet. Ihr habt den Skoyatel Gold gegeben und damit neue Massaker geschürt. Ihr habt Vizima dem Chaos überlassen, nur um Zerstörung über Trübwasser zu bringen. Jede eurer Entscheidungen brachte neue Verwüstung. Also wenn ihr das so erzählt, ne, klingt das nicht so gut. Jede Wahl, die ihr getroffen habt, führte zu noch mehr Bösem. Wie habt ihr euch gefühlt, als eure Elfenfreunde Vizima in Brand steckten und Deune töteten? Nicht so gut, aber... Leugnet es nicht, Hexer. Ihr seid mein größter Recke. Ein vollkommenes Instrument der Zerstörung. Wohin ihr auch geht, folgen euch Tod und Chaos. Genau wie es schon vor Jahren war. Akzeptiert es! Kämpft nicht dagegen an! Überlasst mir noch einen weiteren Mann, den ihr vernichtet habt. Jacques de Aldersberg gehört mir. Ihr wagt es mir zu trotzen? Ja. Ich spüre eure Schwäche. Jetzt, wo das Leben aus euren Wunden rinnt. Mit jedem Tropfen rückt der Tod näher. Ihr habt keine Chance. Das wollen wir erst mal sehen, ne? Ergebt euch mir. Nehmt ihn niemals. Niemals. Das ist etwas zwischen ihm und mir. Ihr wollt ihn doch sowieso töten. Ja, aber ich will es selber machen. Aber aus meinen Gründen. Und die gehen euch nichts an. Geht, solange ihr noch könnt. Geht, bevor es zu spät ist. Ihr wollt gegen mich kämpfen? Ja. So sei es. Gut. Eure Flucht vor dem Tod endet ihr. Ach, was haben wir uns da jetzt schon wieder angetan? Ich hatte schon befürchtet, ihr würdet Schach vorschlagen. Wäre auch mal was anderes, ne? So, oh, es ist alles schon ausgewählt, was wir brauchen. Starker Stil, in die Klöten treten. Mehr kann der ja nicht, ne? König der wilden Jagd, Alter. So nix hier. Oh oh. Kann mich schon Eis zaubern, okay. Und Schergen rufen, aber... Die verschwinden, wenn er tot ist. Sag ich doch. Das war jetzt nicht so schlimm, aber das habe ich mir schon gedacht. Eigentlich sollte er hier schlimm sein. So, mein Freund. Es ist Zeit. Es endlich zu Ende zu bringen. Was passiert jetzt? Egal, ich habe noch eins, Mann. Das für Ungeheuer. Dieses Schwert ist für Ungeheuer gedacht. Tja. Laut Definition passt du da ganz gut rein, ne? Ah, wir sind wieder zurück.
Ihr seid wach, Geralt. Ich habe mir langsam Sorgen gemacht. Rittersporn? Wo ist der Großmeister? Ein paar Schritte entfernt. Er ist tot. Für einen Moment hatte ich befürchtet, ihr werdet ebenfalls verloren. Es war kein erholsames Schläfchen. War ich lange weg? Nun, ihr habt einiges verpasst. Der Orden wurde zerschlagen und Foltest hat die Herrschaft wieder übernommen. Und Yevin? Vor einer Sekunde war er noch hier. Er hat auf euch aufgepasst, bis ich eingetroffen bin. Dann musste er weg. Foltest wird ihn gehen lassen. Zweifellos. Immerhin haben am Ende die Anderlinge den Ausschlag zu Foltests Gunsten gegeben. Was ist mit euch? Hattet ihr Erfolg? Ja. Ich nehme Jacques das letzte Element ab und schließe dieses Kapitel. Um diese Geschichte zu beenden, muss ich die gestohlenen Geheimnisse zurückgewinnen. Der Großmeister sollte sie bei sich führen. Überreste von Jax der Anderberg, Großmeister des Ordens der Flammenrose. Die Meritum Amulett. Ein kleines Amulett aus blauem Metall. Aus Camon gestohlene Geheimnisse. Etwas endet, etwas anderes beginnt. Jedes Ende ist auch ein neuer Anfang. Ich wusste doch, dass es noch passiert. Und nun? Was nun? Der Sportfänger zu singen, natürlich. Was sonst? Also, habt ihr euch alles zurückgeholt? Wisst ihr, was ich beim Großmeister gefunden habe? Einen Dimeritum-Anhänger. Ach, so spricht man das aus. Ist es der, den ihr Alvin gegeben habt? Ich weiß es nicht. Er sieht ähnlich aus, aber älter. Er muss ihn jahrelang unter seiner Rüstung getragen haben. Vielleicht ist er ein Andenken. Möglicherweise hat er damit feindliche Magie abgewehrt. Oder er hatte es bei sich, um angeborene Fähigkeiten zu kontrollieren. Unbarmherzige Visionen. Das werden wir wohl nie erfahren. Es ist auch nicht wichtig. Jacques de Aldersberg, wenn das sein wahrer Name war, ist tot. Ende der Geschichte. Was jetzt, Geralt? Was meint ihr? Kommt schon. Ihr habt das Gestohlene wiederbeschafft und die bestraft, die euch verletzt haben. Ihr habt politische Spielchen gespielt und Verschwörungen aufgedeckt. Ihr habt geliebt, ihr habt getötet. Ihr habt einen langen Weg hinter euch, Geralt. Was gedenkt ihr jetzt zu tun? Erst jetzt spüre ich, dass mein neues Leben anfängt. Erst jetzt spüre ich, dass mein neues Leben anfängt. Neugeboren, in Blut und Feuer getauft. Eine neue Ballade? Zu pompös für meinen Geschmack, Rittersporn. Seht euch um. Das Leben ist einfach, unvorhersehbar und schön. Das ist neu. Ihr seid aus der Unterwelt zurückgekehrt und in ein riesiges Chaos hineingeraten. Ihr habt euch Bestien und üblen Dreckskerlen gestellt, die euch ans Leder wollten. Und da sagt ihr mir, das Leben sei schön? Ihr übertreibt ein bisschen. Etwas endet, etwas anderes beginnt. Ich nehme die letzten geraubten Geheimnisse, atme tief durch und ziehe weiter. Was soll ich noch sagen? Viel Glück, Hexer. Die blutigen Kämpfe offenbarten das ganze Ausmaß von Jacques de Aldersbergs Wahn. Das Volk traute den Rittern des Ordens nicht mehr und behandelte sie wie Feinde. Foltest nutzte dies und schränkte den Einfluss des Ordens ein. Er verzieh den Anderlingen ihren Aufstand, da sie ihm halfen, die Rebellion des Ordens niederzuschlagen. Doch die Barmherzigkeit des Königs war kurzlebig und sie konnte Misstrauen und Hass nicht völlig auslöschen. Schon bald machten neue Einheiten der Skoyatel die Wälder. Yevins Ruhm als Bezwinger des Ordens trieb den Skoyatel noch mehr junge Elfen in die Arme. Die Zauberinnen konnten keinen Einfluss bei Foltest gewinnen. Das Chaos des Krieges brachte nur Leid. Mit der Zeit normalisierte sich alles wieder. Sowohl Rechtschaffene als auch Verbrecher überlebten. Nur wenige wussten, was in jenen Tagen in Vizima wirklich geschehen war. Das waren jene, die das Schicksal mit Geralt von Riva zusammengeführt hatte. Doch sie beschlossen zu schweigen. Und was geschah mit dem Hexer? Das ist wieder eine andere Geschichte. So hört das in den Büchern auch immer auf.
Wir werden nochmal mit einer Zwischensequenz belohnt, das ist gut. Temerien und Redanien sind Verbündete. Daran habt ihr nicht wenig Anteil. Nehmt einen prallen Beutel Gold für eure Mühen. Euer Hoheit, Meister, lebt wohl. Er hat sogar gelächelt. Das tut er sonst nicht. Wie unangenehm. Aber schön animiert. Damit hätten wir dann auch die perfekte Überleitung zum Teil 2. Wie das aber genau zusammenhängt, erzähle ich euch dann. Ja, wollen wir ja noch nicht spoilern. Da könnt ihr euch direkt noch den Namen nochmal abschreiben, ne? Kaufen. Lohnt sich. Ja, damit sind wir ja dann nach 120 Folgen durch. Ich bedanke mich dann wie immer fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Let's Play. Wir sehen uns, wenn ihr dann Bock habt, in der nächsten Runde mit The Witcher 2 Assassin of Kings. Wo da wohl der Wink Wink ist, ne? Und dann lasse ich euch jetzt hier schön mit den Credits allein. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Euer Blaufuchs.